erleben Sie eine interessante Reise mit Informationen, die sich um den Ort Grastel drehen. Erleben Sie auch unsere wunderbare Landschaft. Wir sind im Fasnachtsmarkt. Da hieß die Fahrt, ist auch heute noch Gemeinschaft. Obwohl, heute ist hier so etwas. Das war doch schon gemeinschaftlich vorher. Jo, das war ja einer möglich, wie Sie meinst, der Genehmigung. Da unten ist der Bauer. Ich war ja wohl schon, genau auf dem Haus gegangen, da war ich. Da ist schon mal umgekehrt. Da hat auch noch irgendwo ein Eis, ganz, ganz vorher. Also, doch. Nein. Kann Sinn, aber dann. Hier und da ist ein anderer Gang, aber nicht so, sondern so, Richtung hier. Da kommt man noch vorbei. Am alten Kehrichpark, wo der Bier Rufgang ist und wir meldig gegangen sind. Links vom alten Kehrichpark. Ja, der alte Schießstand. Der alte Schießstand. Und der ist gebaut beim Krieg, oder was? Ja, da hat die SA die geschossen, gell? Das war nicht ja heute. Ja, das ist noch mehr dran. Dann kam privat. Da hat er Marixen. Der Bayer hat die Miel. Der Zulauf war hier. Wenn man nachher rauskommt. Und wir hatten dann noch ein Wieschen und hier. Oh, Herr, ist noch über den Weg. Der Weg, Lorna, war kein öffentlicher Weg. Der war nicht grundsätzlich. Wo war der Schießstand jetzt? Da hinten? Da ist ja so eine Höhle, sieht man da immer. Wo die am Wald gelaufen. Nein, wir waren die Mühle. War die Mühle, war der Schuss vor. Ja, das war der. Was im Jahr war da mit dem Schießstand so? Der eigentlich Schulgang sind. Ja. 33 eigentlich Schulgang bis 41. Hast du 8er geschossen? Ich nicht. Nee. Mühle war es. Der Schulgang, was ich rede. Ja. Und wer hat da geschossen, also Verein? Der ist Adam. So, das war die Bitz, da haben wir gewässert. Das ist das Dorfwasser. Über die Menschen da und da oben sind wir hier. Also der Ur, die Bach war nicht in die Lachen, also war hier. Und Lohne am Kirchpark, ja. Wie soll ich dann sagen, ist ungefähr in der Hälfte. Da ist die Bach an der Waldgang. Der da geführt worden im Mielekar. Komm, steigen wir mal aus. Hier ist der Kirchpark. Ja. Hallo. Ohne, wo da die Tut hängt. Da war die Brücke gewesen. Ja, und die Brücke habe ich in der Umlegung gesprengt. Das war ein gestickte Brücke. Das glaube ich. Also, der Mielekarbe. Kannst du dich noch daran erinnern, Ortwin? Ja. An den Mielekarbe. Ja, ja. Also ohne am Wald vorbei? Nein, der Mielekarbe ist noch die schrägler hingegangen, wohin der Mielewehr gegangen ist. Ja. Wo dann aus der Mielewehr ist dann gezappt worden über das Mielrad zum Malen. Weißt du, früher, von Anfang an, ist der Weg, der Part, vor der Mühle
unter dem, wie hat man gesagt, Kernen. Und unser Kern war ja noch so ein Tröpfchen. Und da hat der Kern war da nicht dicht, da hat er getröpst. Da ist eine Erdepart in die Mühle, unter der hinter der Mühle runtergegangen. Wie lange hat dann die Mühle noch gestanden? 36. Da ist die abgerissen. Ja. Da, hat da sind die Felger da ausgeschieden. Dass die das sind die alle runtergekommen. Die oberste Mühlenlauf hat wo gestanden? Ungefähr? Ungefähr hier hat es angefangen, so was ich übermittelt kriegt habe. Hier war ja der Baum, der hat ja bis auf noch kurzem, vor kurzem gestanden. Dann hinten dran ist die Mühle gewesen. Ja. Ungefähr hier angrenzend hier an der jetzigen Weg runter zu. Mhm. Und da haben wir halt noch die Ostereier da drüber geschmissen. Ja, da so, können. Und da war halt immer ein bisschen feig, da sind sie dann, wenn man Glück hat, sind sie nicht kaputt. Also hat gab zwei Mühle. Ja, ja, richtig. Und hier in der Mühle war er auch Krieger da beteiligt. Ja. Wie weit ist er verschubt worden, die Brücke? Etwa wie viele Meter? Das weiß ich auch nicht mehr. Und wieso? Die Altbrücke ist jetzt noch. Ja. Und die Altbrücke ist, ich habe dem Rudel gesagt, dem Bella Rudel, wie die ja weggebaut sind. Passt auf. Nicht natürlich, ich weiß ja nicht, das ist eine Altbrücke, Schieberstern gesteckt, im Sortgehalle. Die ist halt noch so. Ja, wieso ist die dann verschobt worden? Was waren denn der vor? Die Bach ist ja auch nicht verschobt. Die Runde ist richtig gemacht. Die Runde ist richtig gemacht, umgesteckt. Wo die Hecke los ist. Da vorbei ist die Bach gegangen. Da nur müsst ihr denken, der Schremmel ist ja eingeben. Da war die Bach. Und dann war hier im Führer sicher. Ja, und noch mal ist noch ein Pappel gestanden. Da ist noch ein Brick drin. Und? Die ist noch was drin, oder? Die ist noch. Die Altbrechung. Ach, jetzt. Ich habe dem Rudel, dem Bella Rudel gesagt, der hat noch hier. Passt auf, nicht da auf einmal die Waldschleue in. Aber sie ist so blieb. Nie mit Zulauf. Lauf hin, war nicht weit weg. Ist das getrennt worden, ja. Da haben Stern gelehnt. So, jetzt sind wir an der Huhl sind wir angelangt, an der ehemaligen Huhl. Daniel, da war, das ist dann zugefroren. Aber Abfall ist noch nicht drin. Nicht viel. Nein, da ist keiner. Geh es noch oben. Hier nicht. Ja, hier unten nicht. Hier unten haben keiner. Da gab es ja nicht. Das heißt noch oben. Ei. Da war gerade hier noch mit dem Abfall hingefahren. Da hier in die Kohlen. Das war doch. Ist doch nicht hingefahren worden. Die Steinkohle. Wir haben doch da Stein gebrochen. Vorher schon sind Stein gebrochen. Da haben wir immer als Kinder in der Hut gemengt und rumgesucht. Und dann haben wir Sachen wieder rausgeholt. Ja. Da konnten wir alles schon noch ein Feierchen gemacht. Ja. We'll be right back.
sind manchmal mit der, wenn dem was verwehrt war, ach, mit der Kie, mit dem Wagen, wenn wir was auf der Bahnhof gefahren und war dreckig, Leute, ich fällt hier runter gefahren. War immer so ein Ritsch. Ja. Diese, hier runter. So, das war das eine. Der Wald dort drüben ist kahl gemacht worden. Dort sind ich auch nicht anfangen, die Schuld zu gehen. Ich habe mit dem Vater, der ist, hat damals Holz gemacht, los, einen alten Steinkohl drin. Mhm. Von dem der Henkelmann mit dran. Der Eklo hinten, das war ein Wies, der wohl läuft. Ja. Mhm. Das war ein Wies und war ein Seewies. Die Seewies war ja low. Mhm. Seewies, also das heißt, der Seehirt hat da das. Das war Stadt, das war Gemeindewald, dann hatte Stadtgüter. Ah, je, weil mehr die Gras da wollte zum Mozenberg haben. Ja, war das ein wertvoller Gewerbe? Oh, ja, nein, das erste Mal mehr und zusammenhängend und der ganze Wald. Und vorher ist Jungbau gemacht worden, der Grasler Wald. Ja. Das ist gekauft worden von der 32 Mann Interessengemeinschaft. Ja, ja, und da hat der Fisch gesagt, mehr will, dann ist das der Dingswurde, der Mozenberg. Ja. Und da hat die Gemeinde. Ja. 44 haben diese Panzersperre gebaut werden. Und der darf alle runter. Ja, ja. Hat der Alt rein, der Gras der Wald kahl schlagen lassen. Also nicht die vorher, sondern die nächsten. Obwohl die Gras da sonst keine haureife Wald hatte, der war haureif. Und da haben die Dörfer rundum alle Holz gekriegt von den Panzern. Ja, ja. Hat hier losgegangen. Und hier haben die Gras da geschürft. Die ersten Mal hat er gesucht, man Wasserleitung. Wir haben gemeint, dass hier, von hier aus hat man gefällt. Und nur an dem Remmel, da fanden die, Sticker, kleine kurze Sticker, von wegen auf der Weg ist so blieb. Wie viel Parzelle war von Lot an der Runde? Alles 30 Ruhe. Der so, Gewände. 30 Ruhe. Ach, hier. Der Sportverein hat 27, aber kann ich das nicht vorgestellt, vorgelegt. Ja. Hat das Land verheert, ja. Von der Gemeinde Kried, ja. War zum Teil her, zum Teil war das dann Wies, aber meistens her Druckelo. Ja, war das Schlechteste. Das war sowieso gesperrt. War das Schlechteste, das hätte ich auch dann nicht im Sport. Not im Krieg, letzte Krieg. Das ist der Arbeitsbereich. Ja, ja. War klar, ist klar. Der Weg war. Wo ist dann der Nerdl? Anschließend. Hinter dem Weg. Anschließend. Ah. Hinter der nächste Arne da. Aber pass auf, hier der Wald. Ja. Lerniger ist auch Nerdl. Lerniger ist auch nach Lohnnerdl. Ah. Das Nerdl war nicht hier, der Hub. Ja? Der war bestimmt Lohne. Lohne ist nämlich Wasser. Ah. Zu meiner Zeit haben wir die Wasserleitung nicht hier. Danach verdoppelt wir ja. Das ist der höchste Punkt von der Grasler Gemarkung. Ja, angeblich ist der Mozenberg hier. Nee. Also eine andere Karte ist ja, der ja, höchste. Ja, ja, ja. Der Schneider hat uns immer verzielt, der Mozenberg ist der höchste. So, da steht auch der Bücher. Ja, ja. Aber ich glaube, Das ist doch klar erkennbar, dass das er hier ist. Du, hier unten ist der Weg noch lernig durchgegangen. Da unten raus. Ja, ja. Und dann da hin, weil sie ja wisst hat. Dann da hin runter, ich hab die Wache. Nein. 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 Und. Halt. Das war der alte Weg von Tilgert. Genau. Nur am Wallet,
Waldrand entlang. Und so hin, wie der Weg ist. Der ist ja unten auf der Weg, ja, wo wir hochgefahren sind. Ja, ja, ja. Und wie nennt man die Loh nochmal, die Schicke? Hauil. Loh haben wir ja Hufeller dazu gekriegt. Das ist ein Haut. Ja, genau, Hufeller. Die hatte doch Loh. Die Hufeller war. Ja, noch ausgekriegt, das Loh. Nein, Hufeller war Eier. Wie kennst du die Grenze aller in Grastel? Die Gemarkungsgrenze kenne ich. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern an die ehemalige Ahner und den Weg, wo da drinnen war, vor der Umlegung. Ja. Und das hat sich auch hat sich herausgestaltet, dass der Alp, wo mehr als normaler Ahnerweg kenne, dass da früher die Verbindungsweg war von Lernig nach Hilgert, hat der Karl jetzt gerade noch mal erklärt. Ja. Und da soll ja hier die Weg noch gar nicht gehen, ja. Ich muss aber fahren. Jetzt soll er ohne Loh in dem Knick, das soll die. Einmal die Wälder noch stellen. Ja, die drei von Grastel hin um nach Raumschild gewesen, wo die Leute eher viel getrieben haben. Ja. Weil hier war ja meistens Herd gewesen. Und dat, die Herd, das sind auch die gemeine Fläche immer jetzt noch, wo da damals war. Diese. Jetzt sind wir gerade an der Schuster Steinkohle vorbeigefahren. Ja. Da war auch so eine Müllkippe. Ja. Gut. Da war irgendwann, hat sich die Unsitte mal da gezeigt, dass man da Sachen hingetan hat und abgelagert hat, wo nicht die hingehört haben. Ja. Aber das war heute ich doch zugemacht. Wo der hinter dem Mozeberger Weg noch hingeht, ist eine Gemarkungsgrenze. Hat er mir das erste gekriegt. Da ist hier auf die Seite, der Wegabgang. So, Loren. Hier irgendwo hat der Stern gestanden. Ja, hier ungefähr. Ja. Kam also so rum. Ja. Und ist dann noch hingegangen. Die Lerniger haben also müssen entweder so fahren und dann noch der Filger der Umlegung. Da war ja die Grot. Hier die erste Parzelle, da das Stück. Haben wir ja in der Umlegung Schieber gebraucht. Das ist sehr gut. Du hast Regen gesehen, aber das war alles Schneiderwald. Da haben wir doch später besser nicht gemacht. Ja, aber meine ist fast da, hat die Arbeit. Da ein Bäres, ein Heck. Und da ist ein Baum gefallen, da, hier irgendwo hier. Oh, sieht man doch. Was ist die Besonderheit mit dem Baum? Also das sind zwei Bäume. Das sind zwei Stück, wachsen zusammen und kommen hier als eine. Wachsen sie weiter. Siehst du sogar den Hinterl hier, wo er nicht abgeputzt hat? Genau, das ist etwas, was. Ist halt ganz selten so was? So was von ich
wüsste nicht, wo ich sowas gesehen hätte. Das hat jetzt männlich und weiblich, gibt es halt auch bei der Bahn? Keine Ahnung. Aber der ist so sauer ineinandergegangen, als wenn er gepostet wäre. Das hast du doch auch ein bisschen mehr, lieber Mann, das doch. Da war ein dickerer da unten. Da unten ist einer, wo der Ast raus und rein geht. Ja, ja. Kommt mal rüber. Guck mal, der Ast so. Ja. Schon hängt. Das kommt hier raus und geht über wie nicht. Ja. Da hinten ist ein Weg da. Und wo der da oben aufhört, ja. Bis dahin, das Loch, war Leiniger gemeint. Mhm. Bis zum Schluss, 74. Ja. Wie sind die Leiniger? Ja, weit habe ich gestorben gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Diese Hitze, dem Dings gesagt haben. Es war schöne Eiche. Die Eiche haben sie auch in der letzten Jahr gemacht. Das hat die Buche. Also nochmal, nie hin. Bis dahin ist wieder der Bahn. Da ist Schluss. Mhm. Und da, bis an dem Dings, da so ein ähnliches. Das ist aber schon lang, das wisst ihr ja auch. Ich habe noch da Ferkeling geschmissen und hin. 8 Uhr gemauert. Am Eck hier von der Buche? Nein, noch nie war. Ja, da der seht. Ich stand da nächst gemauert. Nee, da war nur ein Loch, was eng ja. War es. Da Loch. War rundherum. Da war aber kein Mauer mehr. Der Mist ent- traurig wie es war. Ich gab ja hier im Hunsrück auch Knochenmühle. Die Leithonnen in der Fell, wenn das verwest war, hingestiegen war und die Knochen rausgesucht und dat, die sind an die Knochenmühle gebracht worden, zu Knochenmehl gemahlen. War alles krank, arm. Also von dem verwesten Hund. Selbst aus dem. Das war so viel. Hier bei uns, also da war nur das Loch, da haben wir noch die Hühner geschmissen, Pferde. Hier, so weit war der Wald von hier aus nennen. Ja. Eichewald. Das ist ein Wasser. Da sieht das Wasser sich hören, eine offene Korbe. Und nur die Hecke sind vom Leiniger geschützt. Und da war die Leiniger der Kriegervereins, Schützewäldchen. Ja. Ich weiß noch, dass anschließend, wo Velo Wies ist, Stringware, also sagen wir mal in der 20er Jahr, Mitte der 20er. Das ist in der Leiniger Umlegung Urbau gemacht worden, da haben wir Thesen gekriegt. Das haben wir hier woher? Warum? Dann so, oder? Mit der Umlegung. Der Weg hier los, rübergegangen und dann da auf der Ecke. Da war rechts im Gewand vom Weg in links. Wie lang sind da die Kabel dann? Ja, ich hatte doch geschrieben. Ach, das ist eine Routine. Die kann, die sind noch nicht so alt. Die sind ja nicht so alt wie die Leute. Und die auf der Bleich. Ja. Die hat den Erlen
Ja, einem Jahr gebannt. Ein bisschen schön.